Auf unserer kommunalen Reise durch die Hochsteiermark, im Speziellen dem Mürztal, treffen wir auf eine Gemeinde, deren Bürgermeister schon sehr lange im Amt ist und immer wieder mit neuen Ideen aufwartet. Es handelt sich um die Marktgemeinde Langenwang. Und diese Marktgemeinde hat gerade für sich in Anspruch zu nehmen, was ist sie eigentlich? Ist sie Industriegemeinde? Ist sie Wirtschaftsgemeinde? Ist sie Wohngemeinde und Wohlfühlgemeinde? Langenwang ist eine Wohnsitzgemeinde. 92% der Bevölkerung in Langenwang sind Arbeitnehmer. Und wir sind aber auch eine Wohlfühlgemeinde. Wir haben ja im Sommer und im Winter einiges zu bieten. Ist Langenwang eine reiche Gemeinde? Langenwang, ja, eine reiche Gemeinde. Wir haben ja sehr, sehr viel in den letzten Jahren in die Infrastruktur investiert. Da kann man sagen, wir haben viel Geld vergraben im Wasser und im Abwasser, in Kanalprojekten. Aber trotzdem, wir haben einen Verschuldungsgrad von rund 4% und der ist verkraftbar. Die Gemeinde Langenwang ist ÖVP-lastig, wenn man das also so nennen darf. Wie sieht es denn aus im Gemeinderat? Herrscht gute Stimmung, Einigkeit oder gibt es da und da, dort doch noch Probleme? Naja, bei uns im Gemeinderat steht es, die Bürgermeisterpartei ÖVP hat 12 Mandate, die Freiheitlichen haben 5 Mandate und die SPÖ, die Sozialisten, 4 Mandate. So steht es im Gemeinderat. Wir arbeiten wirklich gut zusammen und es sind fast alle Beschlüsse im Gemeinderat, oder man kann sagen, so rund 95% der Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Jetzt die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Ein Mann wie Sie, das weiß man, hat Visionen. Naja, wir haben in den letzten Jahren einiges gemeinsam zustande gebracht und haben für die nächste Zeit ein größeres Projekt, und zwar Langenwang ist eine der wenigen Gemeinden im Mürztal, welches kein einen Ortsplatz oder einen Dorfplatz oder ein Ortszentrum hat. Und aus diesem Grund und Anlass werden wir heuer bei einer Bürgerversammlung im November eine Bürgerbeteiligung starten, wo wirklich alle aufgerufen sind, Ideen einzubringen. Wir haben, glaube ich, ein gutes Team, welches uns da begleitet. Und das werden wirklich alle Vereine, Institutionen, aber auch die Bevölkerung von Langenwang mit eingebunden, und dann werden wir schauen in ein Jahr, was wir zusammenbringen, und dann werden wir in den nächsten Jahren dann umsetzen, das Projekt. Wie sieht es mit der Jugend aus? Bleibt sie, wandert sie ab? Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, wir haben in Langenwang eine gute Jugend, wir haben auch von der Bevölkerungszahl her einen sehr guten Schnitt von Jugendlichen, wir haben einen ausgezeichnet gut geführten Kindergarten mit 3 Gruppen, wir haben eine gute Volksschule, wo jedes Jahr 2 Klassen jetzt sind, und auch in der NMS haben wir einen Höchststand von Schülern. Und es ist die örtliche Musikschule. Also wir haben sehr, sehr gute Bildungseinrichtungen, was uns im Jahr rund 1,2 Millionen Euro kostet. Aber wir wissen, dieses Geld ist in die Jugend gut investiert. International bekannt ist der Langenwang, Kreglach und die Umgebung durch die Volkskultur von Rosecca. Ja, der Peter Rosecca, oder im heurigen Peter Rosecca Jubiläumsjahr, haben wir auch in der Gemeinde einige Veranstaltungen durchgeführt. Aber der Abschluss ist die bekannte Wanderung von Peter Rosecca, als ich Christtagsfreude holen ging. Und diese Veranstaltung wird heuer bereits zum 29. Mal durchgeführt. Ihre Zukunft, Ihre nahe Zukunft, irgendwann kommen ja wieder Gemeinderatswahlen. So lange wird es nicht dauern, wenn es auch im Moment noch so aussieht. Wo streben Sie eine absolute Mehrheit an? Ja, sicherlich. Also die Zeit vergeht schnell. Also voraussichtlich im Frühjahr 2020 finden die nächste Gemeinderatswahl statt. Und ich werde mich mit meinem Team wiederum bemühen, ein gutes Wahlprogramm zu erstellen, und werde dann die Langenwanger Bevölkerung bitten,
uns, der Bürgermeisterpartei, wieder das Vertrauen auszusprechen. Wie ist denn das so als Kommunalpolitiker? Als Landes- oder Bundespolitiker hat man ja nicht den direkten Kontakt zum Bürger. Als Bürgermeister sehr wohl. Ja, ich möchte voraussetzen, mir macht meine Tätigkeit als Bürgermeister tagtäglich großen Spaß. Ich übe diese Funktion sehr, sehr gerne aus. Ich bin ja bereits 38 Jahre im Gemeinderat, jetzt 8 Jahre als Bürgermeister und bin auch hauptberuflich Standesbeamter. Und ich sage immer, ich bin Begleiter von der Geburt bis zum Tod. Und so komme ich tagtäglich mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen. Und da werden halt sowohl die großen, aber auch die vielen kleinen Anliegen behandelt. Und wenn man addiert und die Summe durchgerechnet hat, dann kommt man zum Schluss. Langenwang ist eine große Familie. Wenn man zum Fenster hinausblickt, sieht man die Farbenpracht des steirischen Herbstes. Und wenn man den Kalender aufschlägt, dann merkt man, wie nahe man schon wieder der Weihnachtszeit ist, der Adventszeit. Und die Akteure der kommenden Veranstaltungen sind bestens bemüht, aus Bruck wieder ein zentrales, interessantes Gefüge zu machen. Vieles hat die Stadt Bruck an der Mur vor in nächster Zeit. Wir haben jetzt einen wunderschönen goldenen Herbst. Das Jahr geht auch zu Ende. Wir sind in Vorbereitung der Weihnachtszeit. In nächster Zeit wird es die berühmten Red Carpet-Tage von Bruck an der Mur geben. 8., 9., 10. November, bitte vormerken. Hier werden die aktuellsten Modekollektionen vorgestellt, Hausmessen, Verwöhnung unserer Kunden und Gäste, tolle Beratung, vielleicht schon für die Urlaubszeit 2019 vordenken. Und als Highlight haben wir am Freitag, den 9. November, die Brucker Music Night. Hier werden bis zu 15 lokale Live-Musik bei freiem Eintritt präsentieren und unsere Gäste einladen. Ein dichtes Programm für die Zeit. Nun, für den Handel ist ja speziell die Weihnachtszeit einer der umsatzträchtigsten und hier haben wir Schwerpunkte gesetzt. Und als Highlight werden wir dann natürlich am 22. November mit unserer Waldweihnacht, mit unserem Adventdorf hier am Kolomann-Wallisch-Platz beginnen. Wir haben das Programm verbessert, wir haben es erweitert, wir haben einen Schwerpunkt auf Familie und Kinder. Auch für den Tourismus ist etwas dabei mit altem Handwerk, Schmiede, Münzprägen und natürlich darf die Musik, Adventmusik, gemeinsames Singen und viele andere Punkte nicht fehlen. Und einer der wichtigsten Dinge ist, dass wir gute Kulinarik haben und ganz tolle Punschqualitäten. Dann kann man sagen, könnte man schon behaupten, das Jahr 2018 war ein erfolgreiches und wird noch ein erfolgreicheres werden. Wir haben einiges über Stadtmarketing bewegen können und werden das Jahr, glaube ich, mit sehr schönen Aktivitäten für unsere Kunden und Gäste beenden. Wenn man alles zusammenzählt und einen Überblick über die Veranstaltungsserie hat, dann kann man sagen, man kann den Akteuren und den Ausführenden und den Ideengebern schon jetzt den roten Teppich auslegen.